Mit auf eine kleine Reise. Ob fein. Ich habe jetzt 199 Kills voll und ich hoffe, wir schaffen noch mal schnell diese letzten 15 Kills. Ich bin überhaupt gar nicht mehr konzentriert und im Moment ist alles scheiße. Erstmal alles voll Rauch. Wie ihr seht, Katastrophe pur. Ja, und es dauert ewig, überhaupt mal eben schnell eine Lobby zu finden. Es ist im Moment Katastrophe pur. Aber naja, was sollen wir machen? Müssen wir jetzt durch. Oh, oh, oh. Ich denke mal, wenn die Runde hier noch einen kleinen Moment geht, dann könnten wir das noch mal schnell schaffen mit den... Ah, nein, 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 jetzt... Oh, jetzt habe ich mich verhakt, ey. Wenn die Runde noch ein paar Minuten geht, sollten wir das mit Glück... Oh, es nervt so mit dem Rauch, ey. Komm her, du Drecksau. Wie ihr seht, tun die Hände weh bis zum geht nicht mehr. Ich spiele schon wieder wie eine volle Katastrophe. Aber es nützt jetzt nichts. Die letzten 15 Kills müssen gemacht werden. Ich bin aber auch ehrlich gesagt gar nicht mehr konzentriert. Ich bin seit heute Morgen dabei und seit gestern auch. Also, ihr könnt euch ja vorstellen, wie lange das gedauert hat. Es waren schon einige Stunden. So, 7 Kills haben wir, obwohl hier alles voller Rauch ist. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Helis ich sausen gelassen habe und wie viele allgemein Streaks. Ich habe auch so viel verzichtet, um diese Tarnung zu bekommen. Oh Mann, Alter. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt in dieser Runde. Aber ich denke mal, es sollte gerade noch so klappen. Wie viel haben wir? 4 noch. Ja, wo seid ihr denn alle? Oh, macht jetzt keinen Scheiß. Kommt, 4. Ja, der wurde mir jetzt geklaut. Wieder dieser Scheißrauch. Nein. Nein. Oh Mann. Ach, da wieder. Oh, nein, 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 nein. Oh, wie ich ver... Nein. Noch, ey, das gibt's doch nicht, Alter. Ey, 2 Kills, Alter. 2 Kills und genau das ist der Scheiß. Auch wenn ihr 45 Kills habt, hättet ihr eigentlich mit einmal 3 freigeschaltet, ne? Wenn ihr jetzt aber nicht 45 geschafft habt, sondern nur 43, zählen nur 30, also 2. Es ist so zum Kotzen. Warum haben sie nicht einfach 5000 Kills gemacht und dann wird jeder Kill gerechnet? Und ihr glaubt gar nicht, wie oft mir das passiert ist. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft da auf einmal stand 0. Ey, wir haben sie trotzdem freigeschaltet. Was? Ich hab doch gar kein... Ey, haben wir sie jetzt bekommen? Ich hatte doch 13 Kills. Ey, wir haben sie bekommen. Ich dachte schon, wir müssen das jetzt nochmal machen. Oh ja, wir haben sie bekommen. Nice. Ich würde sagen, ich rüste die Waffe nochmal ein bisschen um, aber ich gehe erstmal kurz raus aus dieser Lobby. Wir haben sie bekommen, wir haben sie bekommen. Ey, warum haben wir sie bekommen? Eigentlich 15 Kills, ne? Da ist sie. Ey, nice. Es ist so nice. Oh, ich bin so gespannt, wie die im Spiel aussieht. Warte mal, ich will das einmal umändern. Ich würde sagen, das passt wahrscheinlich besser dazu. Und dann mache ich die Waffe mal wieder so, wie ich sie eigentlich spiele. Normalerweise... Ich glaube, den habe ich sonst drauf, ja. Normalerweise habe ich den Lauf drauf, den Schalldämpfer. Ohne Schaft. Es hat V-Geschwindigkeit. Und den normalerweise. Ne, so habe ich das normalerweise. Oh ja, es sieht auf jeden Fall geil aus. Ich denke mal, es hat sich gelohnt.
Okay, ich will euch nicht lange aufhalten. Ich würde sagen, wir gehen einmal ins Spiel und gucken, ob es sich gelohnt hat. Oh, ich bin so froh. 200 mal 15 Kills. Und ihr glaubt, ja, guck, schon wieder derselbe Scheiß. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft viele nicht gezählt haben. Dann hast du 45 Kills gemacht und hinterher steht da 0. Also es hat nicht gezählt. Es hat richtig rumgebackt und das wirklich oft. Katastrophe pur. Es hat sowas von abgenervt und alleine diese ständige Lobbysuchen hat auch sowas von abgenervt. Aber es gehört halt dazu. Aber seit Season 3 ist es wirklich schlimm geworden mit Lobbys suchen und Lobbys finden und ey, irgendwie haben sie das Spiel gefühlt schlechter gemacht. Sie haben eine geile Tarnung ins Spiel gebracht, aber ansonsten finde ich, ja, haben sie es eigentlich schlechter gemacht. Aber naja, ist nur meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Ihr dürft es aber gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch mal ins Spiel und gönnen uns die schöne Tarnung und sehen mal, ob es sich gelohnt hat, sich die zu erspielen. Ich hoffe doch, dass sie im Spiel geiler rüberkommt als jetzt. Ich finde, sie hätten da ein bisschen mehr reißen können, also. Aber vielleicht arbeiten sie ja noch dran, vielleicht ändert sie auch irgendwann im Laufe des Spiels, je nach Kills, ihre Farbe. Es wäre natürlich geil. Wie bei zum Beispiel BO4. Ja, mal sehen. Und ansonsten werde ich jetzt weiter Road to Damaskus machen. Und schön alle Waffen auf Gold spielen. Leider habe ich erst die MPs auf Platin. Viele von den Sturmgewehren auf Gold. Sniper habe ich viele schon fast kurz vor Gold. Also so viel fehlt gar nicht mehr. Ein paar Handfeuerwaffen habe ich auf Gold. Also dürfte das mit dem Damaskus nicht mehr zu lange dauern. Aber was mich derbe ankotzt, ist halt das Schild. Ja. Und ich glaube, die Messer werden mich auch derbe ankotzen. Aber ich glaube, mit dem Messer ist noch einfacher. Aber mit dem Schild ist halt Katastrophe. So, wir gucken uns die einmal an, ob es sich gelohnt hat. Das sieht schon irgendwie geil aus, aber ah, ich weiß nicht. Naja. Es hat schon irgendwas, ne? Es leuchtet so ein bisschen blau, ne? Oh, ein Kill wenigstens. Mit der Obsiden. Oh, ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Weil die Waffe jetzt auf einmal wieder lang ist. Oh, Alter. Ich bin überhaupt nicht mehr konzentriert. Ich brauche gleich erstmal direkt ein paar Stündchen Pause. Könnt ihr euch ja vorstellen. Es hat wirklich so lange gedauert, diese scheiß Tarnung zu bekommen. Aber das soll ja auch der Sinn der Sache sein, dass es halt nicht jeder hat. Aber ich würde sagen, es hat sich schon gelohnt, ne? Sieht schon geil aus, oder? Boah, ich lasse mich hier auch noch schön killen, nur weil ich auf diese scheiß Tarnung die ganze Zeit gucke. Peinlich, ey! Ach, da steht er. Alles klar, wie ihr seht, ich check gar nichts mehr. Ist aber auch nicht schlimm. Wir haben die Tarnung bekommen. Und ansonsten es bringt nichts. Es bringt einfach nichts mehr. Ich bin überhaupt nicht mehr da, ehrlich gesagt. Ihr müsst für euch selber entscheiden, ob es sich überhaupt lohnt, diese Strapaze auf sich zu nehmen. Ich finde jetzt im Nachhinein, irgendwie hat es sich gelohnt. Es sieht schon derbe geil aus, aber wir haben das ein bisschen übertrieben gemacht. Ja, es bringt nichts mehr. Ich verlasse das Spiel. Ich bin einfach überhaupt nicht mehr da und ich würde sagen, ich hau mich gleich erstmal ein Stündchen hin oder so. Mir tun die Finger weh, mir tun die Augen weh, mir tut alles weh. Entscheidet selbst, ob sich das überhaupt für euch lohnt, diese Tarnung zu erspielen. 200 mal 15 Kills, bisschen übertrieben. Ihr könnt aber auch die MPs nehmen. Ich glaube, die brauchen nur 150 mal 15 Kills. Ist auch der Befehl. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer das Monkey SC. Peace und hau, hau, hau. Hier rein.